Servus Leute, schön, dass ihr reinschaut. Ich bin heute mal wieder unterwegs. Ich habe einen freien Tag, habe aber trotzdem nicht so viel Zeit leider. Habe deswegen eine kleine Wanderung ausgesucht hier in Loma, wo ich wohne, wo ich euch mitnehmen will. Das ist so eine kleine Rundtour hier, die habe ich noch nie gemacht. Mal gucken, was uns hier erwartet. Auf jeden Fall ist das so eine kleine Geocaching-Runde, daher bin ich jetzt auch darauf gekommen. Und zum Abschluss werden wir auf jeden Fall den höchsten Punkt in Loma besuchen. Also die höchste natürliche Erhebung. Und ja, mal gucken, ob man das sieht. Vielleicht ist aber auch kein guter Aussichtspunkt. Es ist einfach nur ein hoher Punkt irgendwo im Dorf. Das schauen wir uns nachher mal an. Ja, und ich hoffe, dass wir auf der kleinen Wanderung heute ein paar schöne Sachen sehen können. Eben habt ihr schon mal den ersten Ausblick gesehen. Da konnte man Richtung Siebengebirge schauen, nach Bürg zum Fernsehturm. Eigentlich ganz toll. Ich hoffe, es bleibt noch trocken. Ist so ein bisschen Regen für Nachmittag angekündigt. Und ja, ich denke mal, es wird vielleicht 1,5 Stunden dauern, sind so 6 Kilometer. Bin da ganz zuversichtlich, dass wir da trocken durchkommen. Hier wird auch alles gerodet. Wahrscheinlich liegt es aber auch wieder am Borkenkäfer und nicht an den hohen Holzpreisen, die aktuell herrschen. Ich gehe mal davon aus, dass sie die roden mussten, weil sie kaputt sind. Mir schwer alles hier noch so ja, Nadelhölzern aus. Da oben sind sie dran. Hier in der Nähe dieses Wasserlochs müsste eigentlich der Geocache sein, aber aufgrund der Baumarbeiten gehe ich schon schwer davon aus, dass der wahrscheinlich den Holzfällarbeiten hier zum Opfer gefallen ist. Ich gucke jetzt noch mal, er müsste eigentlich am Fuß einer Fichte sein, 5 Meter entfernt von diesem Loch. Sieht mir jetzt eigentlich nicht so aus, als wäre irgendwas. Ich guck mal, aber ich bin da nicht sehr optimistisch. Ja, aber so kann man sich täuschen, trotz dass die Fichte hier gefällt wurde. Und man sieht ja, was hier los ist. Ist das kleine Döschen noch da? Es ist richtig schön hier. Es geht aber jetzt die ganze Zeit hier bergab. Das heißt, das Ganze muss ich auch nachher wieder hochlaufen. Ich habe quasi oben geparkt und gehe jetzt runter und dann auf der anderen Seite wieder hoch. So eine kleine Runde, die ich hier mache. Ich glaube, die war mit 6,6 Kilometer angegeben. Ich denke mal, 1,5 Stündchen wird man das geschafft haben. Und ja, dann sind wir wieder am Ziel. Der höchste Punkt von Loma, der ist da auch ganz in der Nähe. Das mache ich dann einen direkt mit gerade. Wir laufen da gerade hin. Ich vermute aber, dass das nicht sehr spektakulär sein wird, aber das ist auch ein Cache und nur deswegen weiß ich das auch überhaupt, dass das der höchste Punkt ist. Und letztens war ich schon an dem höchsten Punkt von Siegburg gewesen, das ist da oben bei Schreck, da die Ecke. Und ja, der tatsächlich höchste Punkt, der war da relativ unspektakulär, der war da mitten auf einer Straße in einem Dorf drin, da konnte man noch nicht mal was sehen groß. Ja, deswegen bin ich mal gespannt, ob der hier in Loma etwas besser ist. Ja, ich denke mal, die Großzahl der Abonnenten, die hat meinen Kanal ja nur abonniert wegen den Videos aus Berchtesgaden. Und dazu kann ich mal ein kleines Update geben. Die Hotels machen ja jetzt demnächst wieder auf. Ist ja geplant, ich glaube, auf 21.05. Und ich habe ja auch schon gebucht für den Juli. Das heißt, in ungefähr 2 Monaten werde ich da sein. Und es gibt dann natürlich auch neue Urlaubsvlogs aus Berchtesgaden. Ja, also geplant ist, gebucht habe ich fest 12 Tage, wenn mich nicht alles täuscht, aber ich werde wahrscheinlich auf 2 Wochen voll machen. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht direkt 2 Wochen gebucht habe. Das frage ich mich eigentlich. Ja gut, ja, mal gucken, was es dann noch so Voraussetzungen gibt, aber so wie ich das gelesen habe, sollte das alles klappen. Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf und ich habe auch viele Projekte jetzt hier geplant in der nächsten Zeit, viele Wanderungen und ich würde mal gerne zum Beispiel zu den Ofenkaulen gehen in Königswinter im Siebengebirge. Das sind so, ja, so Höhlen, aber die sind eigentlich verschlossen, da kann man nicht rein, aber es gibt da wohl Eingänge. Da muss ich mich jetzt erstmal noch ein bisschen mehr einlesen, mal finden, dass ich da nicht jetzt so ja, planlos hinlaufe und dann erfolglos da wieder umkehren muss und da ja, quasi nichts erreiche. Das ist auf jeden Fall geplant, aber das auch noch viele andere Sachen, aber das Problem ist halt immer, das erfordert immer viel Zeit und viele Sachen, da braucht man schon am besten den ganzen Tag für und da fehlt mir einfach meistens die Zeit für, das ist das Problem. Selbst heute an meinem freien Tag habe ich wieder einfach viel zu tun, als dass ich das
schaffen würde. Deswegen machen wir die kleine Wanderung. Ja, und was soll ich sagen, gefällt mir auch sehr gut. Bin ich gerade schon am Cache vorbeigelaufen, 150 Meter weiter, das liebe ich ja. Und die ganzen Caches, die sind wohl an diesen Wasserlöchern. Der Bach, der hier fließt, der bildet an verschiedenen Stellen, erzähle ich gleich noch was zu, so eine Art Wasserlöcher. Und hier liegt auch der Cache. Ein Känguru. Und da trage ich mich jetzt ein, dann erzähle ich mal gleich was zu den Löchern. Ja, diese Geocache-Reihe, die ich hier mache, das ist so eine kleine Runde, die besteht aus 6 Dosen. 2 davon haben wir bisher gemacht und die nennen sich Billabong 1 bis 6. Ja, so wie der Cache-Owner, der Besitzer der Caches geschrieben hat, kommt das Wort Billabong aus dem Australischen bzw. von den Eingeborenen, von den Aborigines, und die haben mit Billabong so Wasserlöcher bezeichnet, gemeint, oder Flussarme, die austrocknen, die in der Trockenzeit ja mehr oder weniger leer laufen und in der Regenzeit sich dann füllen. Und diese Wasserlöcher, die dienen dann als Wasserreservoir, Tränken für Mensch und Tier. Und dieser Bachlauf hier, der hat an verschiedenen Stellen ja auch so eine Art Wasserlöcher, wo so größere Wasseransammlungen sind. Und danach hat er sich das gedacht, benennt er das. Fand ich eigentlich eine gute Idee. So erfährt man auch direkt noch was über so einen Hintergrund. Und hat diese Runde angelegt und die gehen wir heute. Und dabei kann man auch dann wieder ein bisschen was lernen. Wer sich fragt, wie das überhaupt funktioniert mit diesem Geocaching, wer da noch nichts von gehört hat, gibt es mit Sicherheit auch etliche Videos zu und Homepages. Ganz kurz erklärt, es gibt Koordinaten. Die kann ich mit dem GPS-Gerät oder mit einer App auf dem Handy sehen. Also diese Cache sehe ich und ich werde dann dahin navigiert. Und die Aufgabe besteht dann bei dieser Art Cache, die ich heute mache, das vor Ort nur zu finden. Dann gibt es noch Hinweise für, zum Beispiel liegt am Baumstumpf oder sowas. Und so findet man das. Gibt es aber auch ganz schwierige Caches. Das sind jetzt hier relativ leichte, die ich jetzt heute mache. Pass ob, wie man im Rheinland sagt, oder für alle, die kein Kölsch sprechen, pass auf, wegen diesem kleinen Hubbel hier. Hier ist ein sehr gut getarnter Cache, man sieht ihn kaum. Er hat nämlich eine Steinoptik, aber auf der Rückseite kann man sich dann eintragen. Für dieses kleine Dörfchen, wo wir uns hier befinden, ist das doch eine recht imposante, gemauerte Brücke, wo die Bahn drüber fährt. Ich hoffe, es kommt auf dem Video gut rüber. Der ganze Wies ist voll mit Löwenzahn. Sieht echt toll aus. Ich mag das hier durch so kleine Dörfchen gehen, finde ich total schön. Ich habe mir jetzt bewusst diesen Weg gewählt. Und jetzt geht es wieder bergauf. Ich hoffe, im Trockenen. Die 5. Dose von 6, die ist jetzt hier mitten im Wald, also kein Billabong, keine Wasserstelle, und hier im Baum ist die kleine Filmdose. Auf meiner Runde habe ich jetzt nur eine Dose, die zu dieser Serie gehört, und dann ist die Wanderung auch schon wieder fast rum, weil ich denke, die letzte Dose ist relativ am Ende und ich habe jetzt auch schon noch einen großen Teil
das wieder Anstieg ist hinter mir. Ich bin auch ein bisschen außer Atem und geschwitzt. Das ist echt steil gewesen gerade. Ja, jetzt geht's weiter. Es tröpfelt tatsächlich ein bisschen. Aber ich denke, so sehr weit ist es nicht mehr. Und es ist nur eine dicke schwarze Wolke, die jetzt gerade hier fast über mir ist. Ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm wird oder ich gleich wieder im Wald bin, aber es sieht nicht so aus. Na gut, schauen wir mal und dann gehen wir noch zu dem höchsten Punkt. Das ist der Abschluss dann der heutigen Tagestour. Da hinten im Dörfchen, da bin ich eben gestartet. Irgendwie habe ich hier Probleme mit der Wegführung jetzt. Ich habe eben eine Dose nicht gefunden. Da bin ich nicht weitergekommen. Aber ich habe gesehen, es gibt noch eine. Es gibt eine siebte Dose. Und die versuche ich jetzt mal zu finden. Ich verstehe gar nicht, wo der Weg lang gehen soll. Ich sehe den jetzt da, aber da kann ich normalerweise nicht hinkommen. Ich muss jetzt hier so querfeld eingehen. Das kann nicht der richtige Weg sein. Aber ich werde mich jetzt mal da runterkämpfen. Es regnet ordentlich, ja, und von da oben bin ich jetzt runtergekommen. Das sieht ja recht leicht aus, aber es ist echt schwerer als man glaubt. Also gar nicht so leicht. Jetzt suche ich mal noch die letzte Dose im Regen. Herrlich. Ja, was soll ich sagen? Ich habe die letzte Dose jetzt auch nicht gefunden. Das heißt, zwei auf dieser Runde habe ich nicht gefunden. Das kommt schon mal vor. Problem ist einfach auch, ich habe kein Handyempfang hier. Hier ist absolut tot. Und ich kann mir die Hinweise nicht angucken. Das heißt, ohne die Hinweise im Wald ist es manchmal schwierig, sowas zu finden. Und das ist mir nicht geglückt. Jetzt bin ich leider auch noch, aber ich denke, der Rundweg ist tatsächlich so vorgesehen, relativ weit wieder abgestiegen. Uns jetzt doch wieder alles hochgehen. Damit wären wir wieder am Ausgangspunkt, wo ich schon gestartet bin. Jetzt so ein paar Kilometer mehr drauf und etwas durchnässt. Und jetzt suchen wir uns noch den höchsten Punkt in Loma. Hier befinden wir uns jetzt an dem höchsten Punkt von Loma, mitten an der Straße. Hier ist so die Bergkuppe, würde ich sagen. Und das ist so die Grenze zwischen Loma und Rösrath. Ja, und hier ist tatsächlich der höchste Punkt. Relativ unspektakulär, keine tolle Aussicht. Eine Hauptstraße. Hier zum Abschluss ist noch die kleine Geocaching-Dose. Ja, ich habe mich jetzt gerade mal hier in den Wald gestellt, damit das hier ein bisschen nicht ganz so laut ist. Und ja, damit war es die heutige Tour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet demnächst wieder ein, wenn es auf die nächste Tour geht. Bis bald. Danke fürs Zuschauen.